Meine Damen und Herren, wir reisen nach Indien, ins Zauberland Märchenland. Ich habe Ihnen Geschichten mitgebracht aus der Welt des Hinduismus, aus der Welt des Buddhismus. Wenn Sie einen besonders schönen indischen Abend genießen möchten, dann laden Sie mich ein gemeinsam mit dem Sitar-Spieler Surendra. Ein kleiner Eindruck aus diesem großen Epos der Mahabharata, die Geschichte von Savitri, der Getreue. Da war einmal Aswapati, der Herrscher von Madras. Der lebte mit seinem Weib in Glück und Freude. Nur etwas betrübte ihre Seele. Ihre Ehe blieb kinderlos. Da betete und opferte der Herrscher in vielen Heiligtümern. Und eines Tages, als er im höchsten Heiligtum im Tempel von Jagannath betete und opferte, da trug Savitri, der göttliche Geist, der in den Opfergaben wohnt, da trug Savitri seine Bitten hinauf zur Quelle der Gottheit. Und der Ewige, der Einzige, der schenkte Aswapati eine Tochter. Savitri nannte der glückstrahlende Vater sein Kind, und Savitri wuchs heran, eingehüllt von der Liebe der Eltern und geehrt und geachtet vom Volke. Und als sie herangewachsen, verkannte dieses Kind nichts Trennendes. Sie trat ein in die Hütten der Armen und Kranken, und sie brachte Heil und Segen. Und die Menschen sagten, dieses Kind ist nicht von dieser Welt. Dieses Kind gleicht einer Gottheit. Es ist ein langer Weg, den Savitri, die Getreue, unternimmt, bis sie Satyavan, ihren Liebsten, aus der Welt des Todes zurückholt. Eine Orpheus-Geschichte aus dem alten Indien. Meine Damen und Herren, wunderbar sind die Geschichten, voller Weisheit, voller Ehrfurcht. Der Buddhismus zeigt uns die Geheimnisse von Ursache und Wirkung. Und noch eine kleine Geschichte aus dem alten Indien. Da war einmal eine alte Frau, die lebte sehr bescheiden. Eines Tages ging sie an einem Bergbach vorüber, und da sah sie einen Edelstein. Sie erkannte seinen Wert, sie nahm ihn mit, steckte ihn in ihren Korb. Es dauerte nicht lange. Da begegnete ihr ein junger Mann, der bat Mutter, Mutter, bitte gib mir Brot. Und sie öffnete ihren Korb, um ihm Speise zu reichen. Aber in dem Augenblick, da sah der Jüngling den Edelstein. Und er bat, von Gier ergriffen, Mutter, Mutter, gib mir diesen Stein. Und die Alte, ohne zu zögern, reichte ihm den Edelstein. Da rannte er davon. Er wusste jetzt, jetzt würde er nie mehr arbeiten müssen. Aber nach ein paar Tagen, da kehrte er zurück. Und er reichte der Alte den Edelstein und er sagte, Mutter, ich weiß, wie wertvoll dieser Stein ist. Ich bringe ihn dir zurück. Aber ich bitte dich um etwas viel Kostbares. Ich bitte dich, schenke mir die Gabe, die es dir ermöglicht hat, mir diesen Schatz, ohne zu zögern, zu schenken. Geschichten aus dem alten Indien. Ich freue mich auf einen Abend mit Ihnen.